Willkommen zurück im Seminar Semantik in der Germanistik der Heinrich-Heine-Universität. In der heutigen Sitzung behandeln wir die Diskurssemantik. Damit überschreiten wir nicht nur die Satzgrenze, sondern auch gleich die Textgrenze. Das hier ist die Literaturgrundlage des heutigen Blocks. Was ist also Diskurslinguistik und was ist ein Diskurs? Mit diesen Fragen wollen wir beginnen und danach wird es darum gehen, speziell diskurssemantische Fragestellungen zu thematisieren. Wir beginnen mit einer Vorläuferin der Diskurslinguistik, der Begriffsgeschichte. Da sich die Diskurslinguistik in zentralen Punkten von der Begriffsgeschichte abhebt, eignet sich diese ganz gut als Negativfolie, um die Motive der Diskurslinguistik besser zu verstehen. Das Projekt der Begriffsgeschichte ist verkörpert im Wörterbuch der geschichtlichen Grundbegriffe. Dabei handelt es sich um ein geschichtswissenschaftliches und nicht um ein linguistisches Unternehmen. Im Wörterbuch der geschichtlichen Grundbegriffe geht es darum, Leitbegriffe der geschichtlichen Bewegung zu analysieren. Dazu gehören beispielsweise Schlüsselwörter der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Organisation sowie Leitbegriffe politischer Bewegungen und deren Schlagworte, aber auch theoretisch anspruchsvolle Kernbegriffe, die politisches, soziales, ökonomisches Handeln betreffen. Wir können uns darunter Begriffe wie die des Volkes, der Toleranz, des Fortschritts, der Würde und ähnliche vorstellen. Die zentrale Annahme war dabei, 1997 wurde das Wörterbuch abgeschlossen, nach mehreren Jahrzehnten Arbeit, dass die soziale und politische Sprache und ihre Terminologie, Zitat, zugleich als Faktoren und als Indikatoren geschichtlicher Bewegung fungiert. In dieser Programmatik wird ein bestimmtes Bild über den Zusammenhang von Sprache, Begriff und Wirklichkeit transportiert, also über die drei Ecken des Zeichendreiecks. Das hat uns ja schon das ganze Semester begleitet. Und auf diesen Zusammenhang wird uns die Diskurssemantik gleich neue Hinsichten vermitteln. Aber zunächst bleiben wir kurz bei der Begriffsgeschichte. In dieser Formulierung hier, in der programmatischen Formulierung und in anderen des Wörterbuchs der geschichtlichen Grundbegriffe wird deutlich, dass der Sprachgebrauch und sein Wandel als Indikator politisch-sozialer Sachverhalte und deren Wandel angesehen wird. Das heißt, hier wird ein sachlicher Unterschied zwischen dem Sprachgebrauch und den politisch-sozialen Sachverhalten gemacht. Etwas kann etwas anderes nur indizieren oder repräsentieren, wenn es sich um unterschiedliche Dinge handelt. Der Sprachgebrauch wird also weitgehend unabhängig von politisch-sozialen Sachverhalten in der Wirklichkeit betrachtet. Er ist sozusagen nur der Detektor der politischen, sozialen Sachverhalte und deren Wandel. Dieser Zusammenhang von Sprachgebrauch und politisch-sozialen Sachverhalten war für das, was dann die Diskurslinguistik geworden ist, Anlass zu fundamentaler und wir können wohl sagen semantiktheoretischer Kritik. Die Diskurslinguistik argumentiert nämlich vehement dafür, dass der Sprachgebrauch nicht die soziale und politische Wirklichkeit und ihre Veränderungen bloß anzeigt, detektiert, repräsentiert, sondern dass der Sprachgebrauch die politisch-soziale Wirklichkeit vielmehr konstituiert. Der Sprachgebrauch ist konstitutiver Teil der politisch-sozialen Wirklichkeit. Das gilt sogar ganz besonders für politisch-soziale Begriffe, denn überlegen Sie, was die politisch-soziale Wirklichkeit eigentlich ist. Denken Sie ruhig wieder an die Begriffe des Volkes, der Toleranz, des Fortschritts. Wie äußern sich diese denn in der Wirklichkeit, wenn nicht zu einem Gutteil in sprachlichen Handlungen, in Sprechakten? Der Hauptkritikpunkt, dass Sprachgebrauch in dieser semantischen Domäne nicht repräsentiert, sondern konstituiert, hat jetzt noch einige andere Abgrenzungen zur Folge.
Die Begriffsgeschichte hat bei der Ermittlung der Begriffsbedeutungen auf Basis des Sprachgebrauchs nicht darauf geachtet, die Quellen als möglichst repräsentativ auszuwählen. Denn wenn man die politisch-soziale Wirklichkeit im Sprachgebrauch abgebildet sehen möchte, sollte man möglichst alle Medien berücksichtigen, die die Begriffe zum Inhalt haben, und nicht bloß Elite-Publikationen. Denn daraus resultiert dann eher eine Ideengeschichte einer Elite als eine Sozialgeschichte. Aus diesem Grund kann man wahrscheinlich sagen, dass neben der Annahme, der politisch-soziale Sprachgebrauch konstituiere die politisch-soziale Wirklichkeit, das andere zentrale Charakteristikum der Diskurslinguistik die Wichtigkeit von Textkorpora ist. Dass eine Diskursanalyse valide, umfassend und prinzipiell für alle zustimmungsfähig ist, hängt in allererster Linie von der Zusammenstellung des Textkorpus ab, das der Analyse zugrunde liegt. Bevor wir das noch etwas vertiefen, soll aber endlich geklärt werden, was ein Diskurs eigentlich ist. Daraus ergeben sich nämlich schon die meisten Anforderungen an die Sammlung von Texten, die einer linguistischen Diskursanalyse zugrunde liegen. Busse und Teubert, die wesentlich zur Formierung einer Diskurslinguistik beigetragen haben, definieren Diskurse folgendermaßen. Unter Diskursen verstehen wir im forschungspraktischen Sinne virtuelle Textkorpora, deren Zusammensetzung durch im weitesten Sinn inhaltliche bzw. semantische Kriterien bestimmt wird. Was heißt das? Das heißt, ein Diskurs ist eine Textsammlung zu einem Thema. Ein Beispiel wäre die globale Erwärmung, auch Klimawandel genannt. Die Textsammlung ist virtuell. Das heißt erstens, dass die Textsammlung nicht ein wirkliches Ding ist, sondern ein virtuelles. In diese Textsammlung können geschriebene und gesprochene Texte gehören, letztere dann transkribiert und gedruckte und digitale Texte, Texte jeder Form und Textsorte. Zweitens heißt virtuell, dass der Diskurs nur in der Form des Textkorpus existiert, also virtuell und nicht anders. Zum Dritten heißt virtuell, dass das Korpus und damit der Diskurs keine objektiven Gebilde in der Wirklichkeit sind, sondern die sind in ihrem Thema, auch in der Frage, welcher Text dazugehört und welcher nicht, durch DiskursanalytikerInnen konstruiert. Die Definition darüber hinaus, dass Diskurse im forschungspraktischen Sinne virtuelle Korpora sind, heißt und gesteht auch ein, dass das Textkorpus nicht wirklich der Diskurs ist, sondern nur für die praktische Analyse mit ihm identifiziert wird. Denn niemand kann ernsthaft alle Texte zu einem Thema analysieren. Die Definition gibt noch weiter, gibt jetzt den Begriffsumfang an. Zu einem Diskurs gehören alle Texte, die sich mit einem als Forschungsgegenstand gewählten Gegenstand, Thema, Wissenskomplex oder Konzept befassen, untereinander semantische Beziehungen aufweisen und oder in einem gemeinsamen Aussage-, Kommunikations-, Funktions- oder Zweckzusammenhang stehen. Hierzu gebe ich am besten ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie lesen in einer Printzeitung einen Artikel zum Klimawandel. Nebendran befindet sich noch ein Interview mit einer Expertin. Danach schauen Sie den Artikel online an und lesen die Leserkommentare dazu auch noch. Zusätzlich noch die Antworten auf die Leserkommentare. Und dann verfolgen Sie auf Twitter, wie die Twitteria die Leserkommentare kommentiert, die den Artikel kommentieren. All das kommentieren Sie dann Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner gegenüber mündlich. Alle diese Texte, die jetzt zur Sprache gekommen sind, die können als auf die hier in der Definition genannte Weise zusammengehörig gelten und deshalb auch zu einem Diskurs gehörig gelten. Zusammengehalten werden sie über das Thema Klimawandel oder globale Erwärmung. Zu einem Diskurs gehören auch alle Texte, die den als Forschungsprogramm vorgegebenen Eingrenzungen in Hinblick auf Zeitraum, Zeitschnitte, Areal, Gesellschaftsausschnitt,
Kommunikationsbereich, Texttypik und andere Parameter genügen. Wir haben bereits gesehen, dass Diskurse erst auf Basis der Forschungsinteressen von DiskursanalytikerInnen konstruiert werden. Sie haben also auch alle Kriterien zur Diskurskonstitution in der Hand, welches Thema Sie untersuchen möchten, in welchem geografischen Raum, in welcher Zeitspanne, in welcher Gesellschaftsschicht, hinsichtlich welchen Kommunikationsbereichs, in welchen Textsorten und so weiter. So könnten Diskurse als Forschungsgegenstände zusammenkommen, wie jetzt frei erfunden, der Klimadiskurs in wirtschaftsnahen Medien von 1820 bis 2020. Jede Eingrenzung muss dabei natürlich von den Analysanten gut begründet werden und hätte prinzipiell auch anders gewählt werden können. Zu einem Diskurs gehören außerdem alle Texte, die durch explizite oder implizite, text- oder kontextsemantisch erschließbare Verweisungen aufeinander Bezug nehmen, bzw. einen intertextuellen Zusammenhang bilden. Diesen Punkt habe ich bereits am Beispiel des Artikels illustriert, der kommentiert wird, und den Kommentaren, die auf Twitter wieder kommentiert werden und so weiter. Zwischen diesen ganzen Texten können explizite oder implizite Verweisungen stehen, zum Beispiel Hashtags oder Adressaten mit @. Der Artikel kann in einem anderen Artikel genannt werden, ein Hashtag kann also darauf verweisen, der Leserkommentar verweist schon durch das Layout einer Online-Seite auf einen Artikel und so weiter. Alles, was in diese Definition des Diskurses eingegangen ist, kann als kritische Zurückweisung und reflektierte, philosophisch reflektierte Reform der Begriffsgeschichte gelesen werden. Der Vollständigkeit halber möchte ich erwähnen, dass die Diskurslinguistik nicht nur über die Begriffsgeschichte hinausgeht, sondern auch über die Textlinguistik, nämlich im Überschreiten der Textgrenze. Wir haben aber gesehen, dass das nicht bloß die Untersuchungseinheit vergrößert, wie der Text größer ist als der Satz, sondern auch mit einem Übergang in eine virtuelle Existenzform einhergeht. Dass die Textlinguistik und Textsemantik die Satzgrenze überschreiten und die Diskurssemantik die Grenze des Einzeltexts, das heißt natürlich nicht, dass sie die kleineren semantischen Einheiten aus der Analyse ausschließen. Denn die Analyseeinheiten sind ja inklusiv zu verstehen. Größere Einheiten enthalten die kleineren. Diskurssemantik berücksichtigt natürlich alle semantischen Analyseeinheiten, stellt aber spezifische Fragen an seine, oder in Anführungszeichen, eigene Einheit, nämlich den Diskurs. Wir gehen jetzt ein bisschen in die Tiefe und Sie lernen einige Analysekategorien der Diskurslinguistik kennen. Wir machen das am Beispiel von Thematisierungen von Sprachgebrauch im Diskurs, also wenn im Diskurs selbst der Sprachgebrauch thematisiert wird. Wenn also in Texten beispielsweise Wörter thematisiert werden, wie Klimakrise, Umvolkung, Linksgrün, Covidiot. Diese Thematisierungen von Sprachgebrauch im Diskurs sind dann wiederum in der Diskurslinguistik aus verschiedenen Gründen höchst aufschlussreich. Wir schauen uns jetzt einige dieser Gründe und einige Beispiele an. Thematisierungen von Sprache im Diskurs belegen beispielsweise sprachliches Unbehagen bei SprachbenutzerInnen. Das wird mehr oder weniger dadurch deutlich, dass bestimmte Ausdrücke metasprachlich negativ gekennzeichnet werden, als nichtssagend, als Plastik- oder Modewörter, wie bei Nachhaltigkeit oder als hässlich oder unnatürlich, wie im Falle des Gendersternchens. Das heißt, es gibt Diskurse, in denen das Gendersternchen als hässlich oder unnatürlich bezeichnet wird. Und das belegt sowas wie sprachliches Unbehagen mit oder gegenüber Sprache. Thematisierungen von Sprache im Diskurs können sogar von innen heraus den Diskurs strukturieren. So etwas passiert dann, wenn Diskursakteure sich in Texten
und mit Texten explizit zu einem Problemverhalt positionieren, indem sie ihren eigenen Sprachgebrauch als der Wirklichkeit angemessen darstellen und den Sprachgebrauch abweichender Positionen als Verzerrungen, als Propaganda, als fehlende Kritikfähigkeit, als Mainstream oder Ähnliches diskreditieren. Denken Sie etwa daran, wie in der Corona-Zeit eine nicht unbeträchtliche Menge von Menschen die Maßnahmen nicht nur als übertrieben, sondern auch von einer böswilligen Elite inszeniert darstellt und dargestellt hat. Und während die einen sehnlich auf einen Impfstoff warten, sehen die anderen den Impfzwang am Horizont. Wer Covidiot sagt und meint, lässt auf seine Position im Diskurs schließen. Einen aktuellen Verdachtsfall für eine klare Positionierung stellen möglicherweise auch diejenigen dar, die sich selbst QuerdenkerInnen nennen. Und natürlich sind solche Strukturierungen des Diskurses aus dem Diskurs keine objektiven Strukturen, sondern sie bilden nur einen aufschlussreichen Gegenstandsbereich für die Diskurslinguistik. Diese legt natürlich ihre eigenen linguistischen Analysekategorien an, die wissenschaftlichen Kriterien genügen müssen. In der Hauptsache sind Thematisierungen von Sprache im Diskurs für die Diskurslinguistik aufschlussreich, weil sie die Umstrittenheit von Ausdrücken belegen. Sie weisen damit auf bestimmte Problemverhalte hin, die einen Diskurs kennzeichnen. Man spricht hier von Problemverhalten und nicht von Sachverhalten, weil mit sprachlichen Ausdrücken, gerade mit solchen, mit denen sich Akteure in Diskursen positionieren, immer auch Wirklichkeit behauptet wird. Das Bestehen oder Nichtbestehen solcher Sachverhalte im Diskurs aber gerade strittig ist. Denken Sie an den Ausdruck Klimahysterie. Neutraler ist daher der Ausdruck Problemverhalt. In kontrovers geführten Diskursen ist es aber nicht immer der Fall, dass man sich explizit positioniert, indem man bestimmte Ausdrücke verwendet, wie wahrscheinlich Klimahysterie und Covidiot, sondern es herrscht sehr oft auch sozusagen ein Kampf um die Bedeutung bestimmter Wörter, das mit der Metapher Begriffe setzen umschrieben wird. Aber solche Kontroversen im Diskurs als Kampf um Wörter zu beschreiben oder als allseitige Versuche, Begriffe zu besetzen, ist auch nur metaphorisch zu verstehen und letztlich irreführend. Die Diskurslinguistik muss analytischer an diese Phänomene herangehen. Sie fragt also, was passiert beim Begriffebesetzen genau? Wenn Akteure mit verschiedenen Positionen in einem Diskurs versuchen, Begriffe zu besetzen, dann versuchen sie in gewissem Maße Kontrolle über die Bedeutung von Ausdrücken zu bekommen und so im Diskurs eine Deutungshoheit zu erlangen. Der unpräzise und metaphorische Begriff des Begriffebesetzens wird in 5 Teilaspekte aufgeteilt. Der erste Aspekt des Begriffebesetzens besteht in der Begriffsprägung, auch konzeptionelle Konkurrenz genannt. Diskursakteure prägen Begriffe, die ihre Position darstellen und versuchen dadurch zugleich, den Sachverhalt als wirklichen zu suggerieren. Durch quantitative Korpusanalysen kriegt man heraus, ob solche Begriffsprägungen sich durchsetzen konnten. Präembryo ist beispielsweise eine Begriffsprägung, die den Zustand einer befruchteten Eizelle bezeichnen soll, bevor sie zum Embryo wird. Möglicherweise ist Ihnen der Ausdruck neu, er liefert aber bestimmten Diskursakteuren, sobald er im Diskurs angenommen ist, in einem zweiten Schritt die Möglichkeit, an etwas, das noch kein Embryo ist, experimentelle Eingriffe vorzunehmen. Das heißt, mit der Akzeptanz dieses Begriffs des Präembryos wird auch sowas wie ein Sachverhalt geschaffen, nämlich, dass es eine Phase gibt in der Embryonalentwicklung, die noch nicht Embryo ist. Und wenn das der Fall ist und das akzeptiert ist und etabliert, dann kann man daran gehen, alle die Standards aufzuweichen, die bisher gegolten haben, weil noch kein so ein Status etabliert war, eine nicht
oder präembryonale Phase. Ein zweiter Aspekt des Begriffebesetzens ist das parteiliche Prädizieren. Dabei kommt es dann zu Bezeichnungskonkurrenz. Dabei schaffen Diskursakteure neue Bezeichnungen für etwas, für das es bereits Bezeichnungen gibt, aber diesmal im Sinne ihrer eigenen Position dazu. Wenn dann konkurrierende Ausdrücke für die gleiche Sache existieren, ist das für die Diskurssemantik ein Signal für einen Problemverhalt im Diskurs. Mögliche Beispiele sind Kapitalismus gegenüber Marktwirtschaft oder solidarisch versus sozialistisch, öffentlich-rechtliche Medien gegenüber Systempresse und solche Sachen. Beim Umdeuten versuchen Diskursakteure drittens die Bedeutung eines bestehenden Ausdrucks so zu verändern, dass Bedeutungsbestandteile im Sinne ihrer Position hinzugefügt oder getilgt werden. Das nennt man dann deskriptive Bedeutungskonkurrenz. Man spricht auch von semantischen Kämpfen. Wenn die Proponenten einer Position einen Ausdruck systematisch und häufig mit einer angereicherten oder reduzierten Bedeutung verwenden, dann ist es für Dritte und auch für die Diskurssemantik schwer zu analysieren, welche Lesart gemeint ist. Beispiele sind konkurrierende Verwendungen von Demokratie, Meinungsfreiheit oder Sozialismus. Es gibt Lesarten für Sozialismus in liberalen und libertären Kreisen, in denen Solidarität als Bedeutungsbestandteil kaum eine Rolle zu spielen scheint, dagegen der Enteignung eine besonders große. Aber um das diskurslinguistisch zu zeigen, bedürfte es sorgfältiger Analysen. Beim vierten Teilaspekt des Begriffebesetzens geht es Diskursakteuren darum, bestehende Ausdrücke durch Hinzufügen von deontischen Bedeutungsbestandteilen umzuwerten. Das nennt man dann deontische Bedeutungskonkurrenz. Was sind aber deontische Bedeutungsbestandteile? Um das besser zu verstehen, müssen wir uns an Einheit 3 erinnern, als es in den Grundbegriffen der lexikalischen Semantik um die Bedeutungsaspekte von Wörtern ging. Eine wichtige Rolle hatten damals die konnotativen Bedeutungsmerkmale im Unterschied zu den denotativen Bedeutungsmerkmalen von Wörtern gespielt. Unter den konnotativen Bedeutungsmerkmalen hatten wir unter anderem auch den emotionalen oder emotiven Bedeutungsgehalt eines lexikalischen Ausdrucks erwähnt. Unser Beispiel damals war fett gewesen, was klar abwertende Konnotationen hat, in der Denotation aber in einer Lesart die gleiche Bedeutung hat wie adipös. Unter solchen Konnotationen können wir nun auch zusätzlich noch so etwas fassen wie einen deontischen Bedeutungsgehalt. Deon kommt aus dem Altgriechischen und bezeichnet das, was im ethischen Handeln unsere Pflicht ist, das, was wir tun und lassen sollen. Deontische Bedeutungsgehalte sind also solche, die uns zu einem bestimmten ethisch relevanten Handeln veranlassen sollen. Der Ausdruck Klimahysterie hat beispielsweise einen deutlichen deontischen Bedeutungsgehalt. Er soll uns nämlich dazu veranlassen, auf die globale Erderwärmung besonnener zu reagieren oder wahlweise auch einfach aufzuhören, bestehende Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen. Beim Umwerten geht es also darum, einen bestehenden Ausdruck mit positiver oder negativer Deontik auszustatten. In Bezug auf ethisch relevantes Handeln heißt das, das, wofür der Ausdruck steht, soll man entweder gut finden oder anstreben oder schlecht finden und unterlassen. Ein Beispiel ist neoliberal. Gegner des Neoliberalismus haben dem Ausdruck deontische Bedeutungsmerkmale verschafft, die von seinen Ideen abhalten sollen. Seine ursprünglichen Vertreter hatten ihn als zu bevorzugende Ideologie gegenüber einer anderen Art von Liberalismus verstanden. Neoliberale können jetzt auf diese negative Umwertung reagieren, indem sie leugnen, neoliberal zu sein oder selbst eine erneute Umwertung erreichen.
Beim letzten Teilaspekt des Begriffebesetzens geht es um das Ausbeuten von Assoziationen. Dabei versuchen Diskursakteure, ihre Position im Diskurs für andere überzeugend zu machen, indem sie die Position an viele positiv konnotierte Ausdrücke binden und sie im Zusammenhang der Position besonders häufig erwähnen. Der Glanz der positiven Ausdrücke soll sozusagen auf die Position des Akteurs übergehen. Und deshalb spricht man hier auch von Konkurrenz um konnotativen Glanz. Diese häufigen und positiv konnotierten Ausdrücke sind oft Schlagwörter. Gute Beispiele sind solche im Zusammenhang von Parteiprogrammen: Freiheit, Sicherheit, Gerechtigkeit. Hier nochmal eine Merkfolie zur Übersicht. Thematisierungen von Sprache sind Gegenstand der Diskurssemantik, weil sie sprachliches Unbehagen belegen können, weil sie den Diskurs strukturieren können und weil sie die Umstrittenheit von Ausdrücken, Problemverhalte belegen. Und innerhalb dieser Problemverhalte kommt es oft zu dem Versuch, Begriffe zu besetzen. Und das Begriffebesetzen, das hat 5 Teilaspekte, die wir gerade besprochen haben. Die diskurssemantische Rolle von Schlagwörtern möchte ich jetzt noch thematisieren. Schlagwörter besitzen in Diskursen argumentatives Potenzial. Das heißt, sie machen Argumente logisch zwar nicht besser oder schlechter, aber sie haben trotzdem Überzeugungspotenzial. Schlagwort ist dabei definiert als Ausdruck, der zu einer bestimmten Zeit besondere Aktualität gewinnt und mit dem ein Programm oder eine Zielvorstellung öffentlich propagiert wird. Schlagwörter sollen sowohl das Denken wie auch die Gefühle und das Verhalten von Menschen steuern. Deshalb werden sie in metaphorisch-polemischer Perspektive häufig mit einer gefährlichen Waffe verglichen, die der politische Gegner in Händen hält. Hier sehen Sie eine Taxonomie der Schlagwörter oder auch der Schlagworttypen. Und diese Taxonomie kann sich die Diskurslinguistik zunutze machen. Die Taxonomie berücksichtigt sogar eine diachronische Perspektive, aus der sich zeigt, dass bestimmte Subtypen von Schlagwörtern sich historisch in andere entwickeln können. Ein Beispiel ist der Ausdruck Umweltschutz. Das war ursprünglich mal ein positives, parteiliches Fahnenwort, und zwar der Grünen, und ist dann später zu einem neutralen, überparteilichen Zeitgeistwort geworden. Und heute ist das ein positives, überparteiliches Hochwertwort. Aber auch andere historische Wege eines Worts durch die Taxonomie sind möglich. Und eine Taxonomie wie diese hier ist ein wichtiges Diagnosewerkzeug für die Diskurssemantik. Sie kann nämlich Bedeutungsveränderungen von Ausdrücken deutlich machen und diese als Indizien für Verschiebungen im Diskurs nehmen. Oder in Diskursen. Natürlich können Wörter auch wieder ganz aus der Taxonomie verschwinden und so ihren Schlagwortstatus ganz verlieren. Kein Wort ist also per se schon ein Schlagwort. Eine diskurslinguistische Herausforderung besteht darin, in Diskursen Schlagwörter überhaupt zu identifizieren. Sie sind ja nicht von sich aus ohne weiteres als Schlagwörter erkennbar. Dann heißt es für die Diskursanalyse, wenn sie bereits einen rudimentären Überblick über einen Diskurs hat, eine Hypothese über die Schlagwörter im Diskurs zu formulieren und dann mit gezielten Korpusanalysen die Hypothese zu überprüfen. Indizien für den Status von Ausdrücken als Schlagwörter in einem Diskurs sind ihre expliziten Thematisierungen als umstrittene Ausdrücke oder ihr Gebrauch mit Distanzmarkern, wenn sie beispielsweise in Anführungszeichen gesetzt werden oder ein sogenannt davor gestellt wird. Auch Kollokationen sind aufschlussreich.
Kollokationen sind komplexere Ausdrücke und bestehen aus dem fraglichen Ausdruck plus weiteren aus seiner unmittelbaren Umgebung im Text, mit denen zusammen er regelmäßig auftritt. Auch Frequenzanalysen können aufschlussreich sein, sind aber mit Vorsicht zu genießen. Dabei, bei Frequenzanalysen, zählt man einfach die Vorkommenshäufigkeit von Inhaltswörtern. Ich habe das hier auf die Schnelle mal für einen Teil von dem gemacht, was ich Ihnen heute schon erzählt habe. Die häufigsten Wörter sind am größten und stehen im Zentrum. Sie sehen, dass diese Analyse hier durchaus nah heranführt an die Begriffe, die uns heute interessieren. Zuletzt möchte ich noch auf die Bedeutung von Gattungs- und Kollektivbezeichnungen für die Diskursanalyse eingehen. Je stärker in solchen Bezeichnungen, oft für Menschengruppen, nämlich wertende oder deontische Konnotationen mitschwingen, desto mehr geben sie über die Stellung dieser Gruppen im Bewusstsein von bestimmten Diskursakteuren preis. In den letzten Jahren ist es ja wieder mal aktuell geworden. Zuletzt war es nach der Wiedervereinigung aktuell, die Bezeichnungen für Asylsuchende in Deutschland. Diskurslinguistische Analysen konnten zeigen, dass die VertreterInnen bestimmter politischer Parteien auf bestimmte Weise über diese Personengruppe oder Gruppen sprechen. Dabei hat sich gezeigt, dass die CDU-CSU-Abgeordneten nach der Wiedervereinigung für die alteingesessenen Menschen mit Migrationshintergrund neutral sprachen, also mit den eher technischen Ausdrücken hier in der mittleren Zeile. Asylbewerber, Asylsuchender, Asylberechtigter, Gastarbeiter und so weiter, aber über aktuell Asylsuchende mit den ausgrenzenden Ausdrücken der obersten Zeile, Ausländer, Ausländerkinder, Fremde etc. Die Grünen beispielsweise verwendeten eher die integrativen Ausdrücke in der untersten Zeile. Flüchtling, politisch Verfolgter, Mitbürger, Mensch. Auf diese Weise, durch solche Analysen, kann die Diskursanalyse auch Diskurspositionen von Kollektiven über Kollektive klar offenlegen. Und damit sind wir wieder mal am Schluss. Ich danke Ihnen wieder einmal für Ihre Aufmerksamkeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.